Und es zuppelt und es zuppelt an allen Ecken und Kanten, überall die fetten, schäbigen Brassen, Alter. Unnormal. Aber wir sind ja auch hier noch deutlich zu früh. Nichtsdestotrotz will man ja auch mal gucken, was hier so den Tag überläuft. Und da hatte ich tatsächlich zuletzt auch schon gedacht, Alter, vielleicht kann man hier mal gezielt auf Brasse gehen. Wir sind aber tatsächlich nicht gezielt auf Brasse aus, denn wir warten auf die Abendstunden und dann auf the one and the only, der Don. Der Don Kaulbarsch. Ja, soll eigentlich ganz gut hier laufen. 120, 120 ist ja eigentlich schon lange bekannt, die gesamte Area hier. Wir sind hier oben in der Kurve quasi am Zeltplatz und klassisch ausgerüstet mit super feinem Setup, super feinem Equipment, denn wir wollen die ganz feinen und kleinen Fische fangen. Daher gehen wir da so fein rein. Joa, Gründling nehmen wir natürlich auch gerne mit. Gerne auch die etwas dickeren. Aber gezielt haben wir es ja, oder abgesehen haben wir es ja auf den Don. Mal wieder. Ich habe lange nicht auf den Don geangelt. Und jetzt hatten wir zuletzt in den letzten Tagen einfach mal hier einen Wettangeln wieder gemacht, weil Don mit 100 Gramm als Kaffeeauftrag drin war. Und dann beim Wettangeln im Livestream sind da an verschiedensten Stellen doch ganz gut die Dons auch reingegangen. Ich hatte selbst hier in dem Bereich geangelt, hatte hier auch zwei Dons, dann wurden hier auch noch wieder welche gefangen. Letztes Video vom Windenbach, die Stelle, wo mehrere Trophys auch reingerasselt sind. Und hier wurden welche gefangen und hier allerdings auch in den Nächten danach auch immer wieder. Das heißt, aktuell scheint der Don gerade wieder da zu sein. Und entscheidend ist ja Don am Windenbach, nicht Don am Donetz, da wollen wir ihn nicht. Ja, vielleicht irgendwann mal, aber zurzeit nicht, denn Don am Windenbach ist ja die große Challenge. Don am Donetz ist zwar auch eine Challenge, aber da wird er deutlich häufiger gefangen. Also, hier ist die große, mächtige Aufgabe, der Don am Windenbach. Set ist folgendermaßen zusammengebaut. Ich schaue mal nochmal eben rein. Ich habe natürlich meine Winkelpickerrouten dabei, denn auch das ist natürlich Part einer Qualifikation. Fang einen Don als Trophy auf Winkelpickerroute. Richtig wild. Nicht allein den zu fangen, nee, nee, dann auch noch den genau auf eine Picker. Ist natürlich dann noch entscheidend. Dazu habe ich mir gerade frisches neues Microbraid gekauft. Diesmal eine andere Farbe. Nicht, dass das Einfluss nimmt, aber besser zum Unterscheiden. Ich habe halt noch so viele von den lilanen. Was habe ich neu gekauft, was Einfluss hat? Ja, da habe ich mir neue Blei geholt. Sandfarbene. Da hieß es vom Razor Freak aus dem Stream: Alden, hast du da eigentlich sandfarbene Bleie drauf? Und ich so direkt: ja, nee, eigentlich, ja, jetzt wo du das sagst, könnte man ja eigentlich mal machen. Sind ja nicht ganz günstig, diese Dinger. Liegen, glaube ich, so bei ungefähr 38 Silber für so ein olles Blei. Aber da muss man halt durch. Deswegen gerade, wo ich noch am Wolchhof war, direkt nochmal kurz zum Shop eben gekauft und gegönnt. Und was habe ich mir noch gegönnt? Ich habe mir neben den 18er Haken, die ich sonst immer verwende, oh, guck mal, kleiner Steinschill, den 18er Haken nochmal einen 17er Haken gegönnt. Hier ist der 18er, dann ist, glaube ich, hier der 17er, kann das? Genau, einmal einen 17er, einfach mal zum Testen. Vielleicht wäre auch ein 19er nochmal ganz gut. Einfach auch, um da mal ein bisschen eine Nase, wa? Ja,
ein bisschen unterschiedliche Hakengrößen auch nochmal zu testen. Geklippt habe ich ja auch auf 8 Meter. Ich hatte jetzt gerade auch nochmal im Discord geschaut, vom Dach gefallen, hat hier sehr viel gefangen und den Beitrag dann auch, oder hier im Discord das auch direkt reingeschrieben, Link zum Discord unterm Video. 7 bis 8 Meter und ja, ganz gut Kohle gemacht, um die 250 Silber hier. Und ja, Kaffeeauftrag natürlich auch absolviert und. Also, es lübt. Und ja, ich muss sagen, es lübt auch bisher ganz gut. Nachteil sind tatsächlich im Moment so ein bisschen die ollen Brassen, vor allem diese Jungbrassen, diese unmaßigen, silbrigen. Die will man ja nicht zwingend. Wenn die Brassen hier so aussehen, ist das ja gar nicht verkehrt. Die nehmen wir natürlich alle gerne mit. Aber die ollen silbrigen, ja, nicht so geil. Ja, wegen diesen Brassen, und die hatten wir auch jetzt die Tage beim Wettangeln, hatte ich auch wirklich viele davon. Und da habe ich halt gedacht, Mensch, hier könnte man sich doch eigentlich mal echt mit Brassenfutter hinstellen. Muss ich tatsächlich auch nochmal testen. Das scheint tatsächlich gerade richtig wild abzugehen hier. Wenn ich halt nicht gerade eher auf dem Don aus wäre. Und das ist halt die große Frage, inwieweit beeinflusst dann so eine Brassenfuttermische den Don. Das ist es halt. Das ist es halt. Also, ich würde sagen, jetzt warten wir erstmal noch ein bisschen ab. Bisher die Frequenz in den 8 Minuten 18 Fische. Richtig geil. Heißt also, wenn du dir gerade einen Spot suchst, um hier auch Prozente zu machen. Windenbach. Einfach mal das Video anschauen zum wie Prozente machen, wie Grundangeln skillen und so weiter. Gibt es ein extra Video zu. Dickes, fettes Prozentzeichen auf dem Bild, findet man ratzfatz. Ja, ich würde sagen, ich ziehe jetzt hier noch ein bisschen weiter raus. Jetzt warten wir erstmal schön, dass es Nacht wird und dann gehen wir auf den Don. Tja, da ist er doch, der Schlingel, der erste winzige kleine Don. Don Kauleck, Alden. Der erste kleine Don, immerhin. Ein haben wir schon mal im Sack. Jetzt müssen bloß noch die maßigen kommen, die großen, weil mit so weit Löten geben wir uns natürlich nicht zufrieden. Da müssen noch 201 Gramm obendrauf. 250 Gramm Minimum soll er doch haben, der Don Kaulbarsch. Den hätten wir gerne. Nach wie vor hier jede Menge Brassen, viele Nasen, ab und zu ein paar Barsche dabei. Also hier ist noch einiges rauszuziehen. 50 Fische schon bald zusammen, gar nicht so schlecht. Ich koche mir erstmal ein lecker Süppchen. Ich habe die Ruten ja im Blick. Und dann sehen wir uns gleich hier wieder. Oha, oha, oha. Ich sehe schon, da werde ich schon wieder gespult auf der anderen. Oha! Zobel, auch richtig nice. Und auf der dritten hier, da geht einer hart rein. Bremse bis 8 hoch, Maximum. Auf dem Microbraid 0,04 mm. Dicke, fette Brasse. So, raus damit. Ei, 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 da zuppelt aber auch hier. Also, es läuft nach wie vor. Was allerdings wirklich dominiert, sind genau diese ollen Brassen. Du kannst es dir nicht ausdenken. Ich denke, ich werde auch gleich noch ein paar Fischfetzen herstellen, wenn das so weitergeht. Werde ich schön gleich mal kontrollieren, welche von den ganzen Brassen hier im Gewichtsbereich von 500 Gramm sind. Und dann gehen hier noch ein paar Fischfetzen durch. Die kann man wenigstens noch herstellen. Oder vielleicht noch ein paar Köfis aus den Barschen und so. Oder aus den Gründlingen. Alter, was geht denn da rein? Direkt die nächste Dicke. Nee, ne? Ei, 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 ei. Mach mich mal nicht fertig hier. Der hat ja richtig Bock. Ei, 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 ei. Und das auf 2,8 Kilo Schnur. Microbraid, super dünn. Abgefahren. Das Ding zieht natürlich jetzt ordentlich hier erstmal seine Bahn.
Die müssen wir erstmal schön ausdrehen. Wahrscheinlich auch eine dicke, fette Brasse. Oder ein Aaland, kann es natürlich auch sein. Ei, 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 ei. Aber ist ganz geil. Die können ja hier nicht wirklich weg. Hier kann man auch ein bisschen üben. Drillen üben. Fischlenken üben. Soll er nach links oder soll er nach rechts schwimmen? Dafür ist das doch gar nicht verkehrt hier für den Anfang. Ob man jetzt so einen Fisch hier drillt oder einen 40 Kilo Karpfen. Riesenunterschied ist das nicht. So, komm mal ran hier. Komm, 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 komm. Alter, ein fetter Barsch oder was? Der ist ja richtig drauf. Ach, was. Der hatte ja Bock. Nicht schlecht. Ja, bisher, wie gesagt, ich bin ganz zufrieden. Die Nacht läuft ganz gut. Es können natürlich mehr Kaulbarsche mit reinballern. Ich warte allerdings da natürlich noch auch ein bisschen gezielter, eher so auf die Morgenstunden. Jetzt so gleich haben wir 3 Uhr, zwischen 3 und 5. So in der Zeit habe ich ja nochmal groß Hoffnung, dass da ein bisschen mehr geht. In den vergangenen Tagen wurden hier halt auch einfach sehr, sehr viele gefangen. Bis zu, was waren das, 7 Stück in einer Nacht. Also richtig wild. Und es kann einfach gut abgehen hier, ne? Ich bin übrigens noch gar nicht so sicher, ob ich das hier so beibehalte mit dem 17er Haken. Ich glaube, ich mache einfach auf dem 18er wieder zurück. 17er Haken hatte ich ja gewählt in der Hoffnung auf vielleicht etwas dickere Brocken. Das Einzige, was ich festgestellt habe, auch bei der hohen Frequenz, dass hier einfach auf der rechten Route ein bisschen weniger Frequenz war. Also links und rechts hier, die beiden, die hatten ordentlich geliefert. Und der 17er Haken hang immer wieder hinterher. Und größentechnisch war das nicht so der Unterschied. Aber es waren tatsächlich einige Fische weniger. Ist noch nicht wirklich jetzt das große Statement. Bei einem Test an einer Stelle, an einem Tag von einem Angler, ist das natürlich jetzt nicht so wahnsinnig aussagekräftig. Aber vom ersten Eindruck waren es einfach schon ein bisschen weniger Fische. Und wenn wir das jetzt mit den gleichen Haken ein bisschen erhöhen können, wäre das ja nicht schlecht. Komm mal ran hier, wieder eine schöne fette Brasse. Ich muss sagen, allein die Brassen hier sind schon nicht schlecht, ne? Ich müsste echt mal testen hier. Alter, jetzt habe ich aber rausgeballert. Ich müsste echt mal testen hier auf mit der Brassenmische. Vielleicht teste ich das gleich nochmal in den Morgenstunden, ne? Auch mit Mistwurm, Brassenfutter und gib ihm. So, weiter geht's. Und es zuppelt. Also ihr seht, es zuppelt, es zuppelt, es zuppelt. Mittlerweile sind wir jetzt schon hier bei über 60 Fischen. Und es geht so weiter. Das ist richtig krasse Frequenz. Auch wenn die Fische tatsächlich allerdings wirklich auch jetzt nicht so ergiebig sind von der Kohle, ne? Also lasst euch da auch nicht täuschen. Das ist jetzt hier alles Mist. Kann man nicht anders sagen. Das ist wirklich Crap. Das Einzige, was wirklich was bringt, sind die dunklen Brassen. Die Barsche, die kann man natürlich abgeben als Kaffeeaufträge und sowas alles. Das ist alles schon sinnig. Und letzten Endes ist das hier reines Angeln und Hoffen, dass dann mal aus Versehen so ein Don-Kaulbarsch reinrasselt. Das ist der einzige Grund, warum man hier steht. Wenn man natürlich im Low-Level-Bereich unterwegs ist, dann kann man hier stehen, auch den ganzen Tag über natürlich auch alles mitnehmen, Kaffeeaufträge absolvieren, aber auch hier weiter rumlaufen. Einfach mal hier die ganze Kante, die ganze Kurve hier einmal rum abfischen. 10 Minuten hier, 10 Minuten da und dann gucken, ob sich was bei den Fischen ändert. Einfach immer den gleichen Köder. Bester Köder sowieso ist immer hier der Mistwurm. Und wenn ihr ganz früh am Anfang hier seid, dann habt ihr da natürlich keine Kohle für. Dann einfach den Regenwurm verwenden. Einfach mal auf Regenwurm. Auch auf Regenwurm wurden übrigens einige Dons schon gefangen. Also auch da klappt das natürlich ganz gut. Wichtig ist allerdings, egal welcher Wurm, wichtig ist so kleine Haken.
Also schon so ein 18er Haken. Klar, egal welcher Wurm, natürlich auch nicht. Ein dicker, fetter Tauwurm, der geht gar nicht auf dem 18er Haken drauf. Der geht erst ab dem 12er Haken. Aber den wollen wir ja auch hier nicht reinschmeißen. Wir wollen ja die kleinen Fischis mit hoher Frequenz hier rausballern. So, ich warte noch ein bisschen ab. Und ich glaube, ich schmeiß jetzt hier einfach mal Brassenfutter rein. So, 10 Futtermischen sind drin. Die bimmeln natürlich schon von davor sozusagen. Die Futtermische ist ja jetzt gerade erst drin. Und jetzt heißt es abwarten und gucken, was passiert. Ich habe ungefähr hier in diesen Schatten von dem grünen Busch da vorne hingeworfen. Also nicht ganz, also da drunter hier in dem Bereich. Dass ich hier immer noch so auf 7, 8 Meter ungefähr klippen kann. Zack. Und dann werfen wir da genau immer schön rein. Und dann wird jetzt hier rausgezogen. Weiterhin gleiches Setup. 18er Haken, super dünne Schnur mit dem Mistwurm drauf. Warum das Ganze? Wenn jetzt hier zwischendurch ein paar dicke Brassen reingehen, ist das ja nice. Wenn jetzt aber hier zwischendurch der Don reinballert, ist das einfach sensationell. Und das teste ich jetzt einfach mal. Vielleicht ist das ja gar nicht so schlecht. Ich angle jetzt hier entspannt auf Brasse. Vielleicht gehen da tendenziell eher die kleineren rein natürlich, weil auch die kleineren Haken dran sind. Aber im Großen und Ganzen hat man ja immerhin noch die Chance auf den Don hier. So, weitermachen würde ich sagen. Gönnt euch mal schön einen Tag am Windenbach. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt zum Angeln und zu allem, wie das hier so lübt und so, unterm Video gibt es einen Link zum Discord. Da könnt ihr gerne eure Fragen lassen. Da gibt es viele fähige Angler, die auch eure Fragen gerne beantworten. Und ansonsten sehen wir uns dann in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags ab 19 Uhr. Und an den ganzen anderen Tagen auch immer um 19 Uhr, aber da wird nicht geangelt. Petri. Ich habe noch mal ein bisschen durchgezogen. Schön eine Stunde, zack, 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 Attacke, Vollgas. Zack, was haben wir jetzt drinne hier? Ja, eine Stunde genau drin auf dem Tacho. In einer Stunde 132 Fischis. Jede Menge Unmaßige dabei, aber auch zum Teil Trophys mit dabei. Also eine schöne Trophy war noch mit dabei. Da haben wir es doch. Und einige Brassen. Die Brassenfuttermische hat nicht wirklich viel gebracht. Also da war nicht wirklich ein großer Ausschlag zu spüren. Es war dann zwar noch eine Dicke mit 1,9 dabei, aber ich denke, wenn auf Brasse, gerne auch mit einem Mistwurm, aber dann mindestens mal mit einem 6er Haken hier dran. Und ansonsten eben auch viel Gedöns in Gänze, kohlemäßig in der Stunde. Einfach so knappe 100 Silber, 96 Silber. Und wenn man jetzt hier eben noch ein paar Kaffeeaufträge absolviert, haben wir hier nochmal 3. Ich muss gleich mal gucken, was ich alles absolvieren kann an Kaffeeaufträgen, beziehungsweise was ich dann noch gleich zu Fischfetzen und Ködern weiterverarbeite. So, aber nu zieht raus die Brocken, Petri.